Wir brauchen die Wertemenge von minus 2, Klammern, x plus 3 Quadrat plus 5. Die Wertemenge bedeutet, ich sollte also erstmal wissen, wie die Funktion aussieht. An dieser Funktion gibt es jetzt eine Besonderheit, nämlich das Quadrat, weil Quadrate sind immer positiv. Was nutzt mir das? Mich interessiert also gar nicht so sehr, was in der Klammer ist. Das heißt, ich denke eigentlich nur an minus 2 mal Klammer Quadrat plus 5, weil ich weiß jetzt, das Quadrat ist immer positiv. Also immer größer gleich 0, besser gesagt. Schreiben wir es so hin. Größer gleich 0. Wenn ich was Positives mit minus 2 multipliziere, ist das Ganze kleiner gleich 0. Das heißt praktisch also von 0 runter bis minus unendlich kann angenommen werden. Und wenn ich jetzt noch 5 dazu zähle, dann geht es halt nicht von minus unendlich bis 0, sondern geht es halt von minus unendlich bis 5. Das heißt, die ganze Funktion nimmt Werte an von minus unendlich bis 5. Und das ist meine Wertemenge. Die Wertemenge ist also das Intervall, das bei minus unendlich beginnt. Minus unendlich ausschließlich, deswegen runde Klammer oder eckige Klammer, die nach außen zeigt. Und es geht bis zu 5. Frage, 5 einschließlich oder 5 ausschließlich? Naja, die Klammer, egal was drin steht, Klammer hoch 2 kann 0 werden, mal minus 2 ist immer noch 0, plus 5 ist 5. Der Wert 5 kann also angenommen werden. Das heißt, 5 ist einschließlich, also zeigt die eckige Klammer nach innen. Das heißt, in diesem Fall musste ich also gar nicht genau wissen, wie die Funktion aussieht. Ich konnte mir Stück für Stück überlegen, was für Werte können überhaupt angenommen werden. Entscheidend dabei, nochmal zur Wiederholung, das Quadrat, das war positiv, mal minus 2 ist negativ, plus 5 sind also alle Werte von minus unendlich bis 5. Ach, rot einrahmen natürlich. So, jetzt.